Jürgen Knorn aus Orschelhagen ist am 30. Dezember im Alter von 90 Jahren verstorben. Knorren war für sein langjähriges Engagement in der Stadt Reutlingen bekannt und wurde 2018 von der damaligen Staatssekretärin Friedlinde Gurhirsch mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Jürgen Knorren hatte über 40 Jahre lang fast an jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung in Reutlingen teilgenommen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Reutlingen baute Knorren bereits 1954 das Hilfswerk Schweidnitz auf, das jahrzehntelang hilfsbedürftige Schweidnitzer Landsleute finanziell und mit Hilfslieferungen unterstützte.